Im September 2015 haben alle 193 Mitgliedstaaten der UN die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung verabschiedet. Das gemeinsame Ziel? Die Transformation hin zu einer Welt, in der jeder ökologisch verträglich, sozial gerecht und wirtschaftlich leistungsfähig handelt. Dafür wurden mit der Agenda 2030 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung definiert. Die sogenannten Sustainable Development Goals. Die Ziele bilden alle drei Dimensionen von Nachhaltigkeit ab: Soziales, Wirtschaft und Umwelt, und sollen bis 2030 von allen Industrie- und Entwicklungsländern erreicht werden. Die Ziele sind unteilbar und bedingen einander. Um die Beziehungen zwischen den Zielen zu verdeutlichen, sind Ihnen fünf Kernbotschaften vorangestellt. Die fünf Ps: People, Planet, Prosperity, Peace und Partnership. Sie betonen die Bedeutung einer Welt ohne Hunger und Armut, die Wohlstand für alle bietet und in der die Grenzen unseres Planeten respektiert werden. Einer Welt, in der Frieden und Menschenrechte gesichert sind und alle in einer globalen Partnerschaft Verantwortung für nachhaltige Entwicklung übernehmen. An diesen Kernbotschaften orientiert sich auch das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung bei der Arbeit mit seinen Partnerländern. Besonders wichtig ist dem BMZ, dass Deutschland seiner globalen Verantwortung gerecht wird, niemand in der Welt zurückgelassen wird und weltweit alle drei Dimensionen von Nachhaltigkeit gleichermaßen berücksichtigt werden. Wie das gehen kann, zeigt das Bündnis für nachhaltige Textilien, eine beispielhafte Partnerschaft für nachhaltige Entwicklung. Unternehmen, Politik und Zivilgesellschaft verpflichten sich darin, die Arbeits- und Umweltbedingungen in den Produktionsländern der Textilindustrie zu verbessern. Menschenrechts-, Sozial- und Umweltstandards müssen entlang der gesamten Textillieferkette eingehalten werden. Durch die Unterstützung des BMZ wird so sichergestellt, dass unsere Kleidung zu fairen Bedingungen für Mensch und Natur hergestellt wird. Heute wird rund die Hälfte des Umsatzes im deutschen Textileinzelhandel innerhalb des Bündnisses gemacht. Bis Ende 2018 sollen es 75% werden. Für eine Kultur der Nachhaltigkeit im Sinne der Agenda 2030 kann jeder etwas tun. Im ersten Schritt mit bewussten Kaufentscheidungen. Wir können uns für ökologisch angebaute und fair gehandelte Produkte entscheiden und sollten möglichst nur so viel einkaufen, wie wir auch tatsächlich verbrauchen. So tragen wir jeden Tag zu einer nachhaltigen Entwicklung bei. Klar ist, unsere persönlichen Entscheidungen wirken sich in vielen Bereichen weltweit aus. Deshalb müssen wir unsere Verantwortung ernst nehmen und unser Handeln danach ausrichten. Machen Sie mit, gemeinsam mit dem BMZ. Übernehmen Sie globale Verantwortung für Mensch und Natur.